Next. Skandal. 2011-19. Unglaublich, aber ich muss das aufsagen. Ich muss das kommunizieren. Warum? Da bekommt man kurz vor einem wichtigen Termin am, wie gesagt, 20. November 19 eine Nummer eingeblendet und die ruft man eben zurück. Klar, das gebietet sich der Höflichkeit. Wer hat mich denn da erreichen wollen? Es könnte ja auch ein Sender sein oder ja, ein Notfall. Und dann spreche ich mit einer Frau, die sich nicht klar artikulieren wollte nach Nachruf. Wie ist denn ihr werter Name und wie schreibt man den, falls ich eine E-Mail verfassen möchte oder müsste? Naja, ich bin vom Infoscore Forderungsmanagement. Ja, das weiß ich, dass es solche Anrufe gibt, zuhauf. Man versucht es mit Angst und so weiter, dass Leute Euros locker machen, einfach umgänglich kommuniziert. Aber ich achte sehr darauf, dass ich kein Negativmerkmal produziere, damit die Seriosität jederzeit gewahrt sein darf und muss. Bewusst anders formuliert. Zivilcourage geht alle an, sehen Sie, gestern aufgesagt, jetzt aufgesagt und ich habe ganz klar kommuniziert, ich möchte Ihren Namen wissen, ich möchte wissen, warum Sie mich kontaktiert haben, Sie sehen meine Rufnummer und ich habe mich vorgestellt. Und das reicht Ihnen nicht aus, weisen Sie mir bitte Ihre Daten aus. Nein, meine Daten werde ich nicht ausweisen, weil ich gar nicht weiß, ob Sie die Person sind, die ich dann zurückgerufen habe und die auch mich angerufen hat. Weil wenn eine Nummer anruft, weiß ich noch nicht, welche Person dahinter steckt. Und als ich dann natürlich konkret hinterfragte, sagte sie, sie müsse sich nicht ausweisen, geben Sie erst Ihre Daten her. Infoscore, na das ist ja ein tolles Unternehmen. Geld verdienen mit der Angst der Erdenbürger. Ja, wo sind wir denn jetzt dahin gekommen? Ich weiß, wo wir hinkommen. Zur Staatsanwaltschaft kommen wir. Verstehen Sie? Und dann wird Frau Oktopussy, oder wie sie heißt, Oktopus oder Oktopussy, so hat sie sich bezeichnet, aber sie verweigerte die Buchstabierung ihres Nachnamens. Das hat schon einen gewaltig abartigen Charakter, wenn man überhaupt von Charakter sprechen darf. Und deswegen höchste Alarmzeichen sind hier gesetzt bei Infoscore Forderungsmanagement, denn andere Menschen wissen nicht, haben vielleicht Angst und sagen, naja, dann bezahle ich halt mal. Ja, aber was ich bezahle? Nur, dass ich meine Ruhe habe? Nein, dass ich Arbeitsplätze bei Infoscore wahrscheinlich finanziere. Wer weiß, was da jemand sich erlaubt hat, um mich anzurufen, um meine Nummer wieder weiterzugeben, denn das ist nicht der einzige Anruf. Lieber würde ich jetzt jemand retten dürfen, anstatt jetzt diesen Schmarrn hier in die Linse zu zelebrieren. Und das ist der Tag von heute, die Welt von heute. Gestern wurde Herr von Weizsäcker, also ein Chefarzt, ein namhafter Chefarzt, ja, eliminiert, er wurde erstochen. Und Herr Lindner von der FDP, das ist ein Freund von ihm gewesen, ist bestürzt und sagt, in welcher Welt leben wir? Ja, der eine wird erschossen mit einem Messer, der andere wird erschossen mit einer Pistole. Und ein anderer, also ich, würde seelisch agitiert mit falschen Angaben, mit vielleicht, ich weiß es nicht, Erpressung, kann sein. Forderungsmanagements sind immer so auf der Tour oder fast immer. Und für diese Beschädigung möchte ich eine Entschädigung. Sie verstehen, Herr Vorstand, vom sogenannten Forderungsmanagement mit Ethik hat das 0,0 zu tun. Denn wenn so ein Unternehmen einen Menschen kontaktet, hat das immer
negative Beigeschmäcke. Ja, Sie verstehen? Und das Geschmäckle, das lassen wir nicht bieten. Haben Sie verstanden? Also, nehmen Sie sich in Acht, wen Sie anrufen, wie Sie mit mir kommunizieren, denn dafür gibt es Zivilcourage. Wissen Sie, was das heißt? Dass man sich das nicht bieten lässt. Diesen Müll am Samstag? Nein, da war auch ein Anruf. Aber der hat aufgehört. Interessant. Nur weil ich ihn gefragt habe, was führen Sie im Schilde? Und jetzt? Jetzt kommt so ein Anruf. Wer weiß, was noch alles so kommt. Harren wir der Inhumanitäten? Nein, wir handeln wieder der Inhumanitäten. Und das ist Zeichen setzen. Aber lieber Herr Vorstand von Infoscore, meine Frage, waren Sie mal Kind und waren Sie auch so solchen Menschen ausgesetzt im heranwachsenden Alter, dass Sie dann auf einmal so einen Job jetzt hier machen? Einen Job, um andere zu belästigen, zu beschädigen? Die Würde, können Sie die mit 1 Milliarde bezahlen? Auch wenn Sie die hätten? Nö. Würdebruch ist Würdebruch. Sie verstehen? Und das, was man erlebt hat, das ist entweder sehr positiv oder man ist Opfer auf Lebenszeit. Sie verstehen? Kennen Sie Til Schweiger? Na, den müssen Sie doch kennen. Der ist öfters mal bei Markus Lanz. Ja, bei Markus Lanz. Ja, Sie verstehen? Bei Markus Lanz. Das ist kein Spaß, sondern ich habe es bewusst anders gesagt, dass Sie Ihnen das zu Herzen nehmen, was ich hier kommuniziere. Denn Sie müssen das Gehirn einschalten. Wen Sie wann kommunizieren lassen und welche Auswirkungen es hat auf die Seelen der Menschen. Ja? Sie vernichten die Gesellschaft mit diesen Kommunikationsnoten. Und zu guter Letzt, sowohl mein Aufsager hier, jetzt, wie auch der Anruf zur Frau Oktopussy oder wie die heißt, ja, sie hat ja das verweigert. Ich wiederhole mich. Die konkrete Namensstellung, Buchstabenstellung. Und ich werde alles daran setzen, dass solche Unternehmen gecheckt werden, die andere Menschen empfindlichst seelisch agitieren und zur Verständnisbereitschaft, was man noch tun kann, kann ich Ihnen gerne einen Podcast kommen lassen. Und ich bin ja nicht der Einzige, der so angerufen wird. Das ist ja vor Weihnachten gängige Methode. Na dann, schauen wir mal, Herr Vorstand, welchem Unternehmen Sie seriös oder wie auch immer vorstehen. Das heißt Zeichen setzen. Guten Tag. Schöne Weihnachtsvorbereitungszeit. Ich zeige auf, was ist. Und ich sage auch, was nicht sein darf. Das ist Zivilcourage. Ich habe so gesagt, wenn Sie es nicht verstanden haben, wählen Sie einfach mich nochmal an. Aber vom Vorstand. Nicht so eine Callcenter-Dame, die diese Negative Vibrations am sogenannten Mittwoch, 20.11.19, mir präsentiert hat. Überlegen Sie genau, was Sie sagen. Ich lasse mir diese Note nicht bieten. Sie verstehen? Und wenn Sie Ihr Verhalten oder das Ihrer Callcenter-Angestellten auf mich projizieren, dann ist das niedrigst angesiedelt. In diesem Sinne, hören Sie genau hin, hören Sie ihn 20, 30, 40 oder vielleicht 1000 Mal an oder ab. Ich meine, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, vielleicht geht Ihnen ein Licht auf, was korrektes Business ist. Ansonsten können Sie einer meiner bekannten Kontakte, sehr bekannten Kontakte, die ich Ihnen dann separat präsentiere, weil ich in diese Müllgeschichte nicht diesen Topmanager einbinden möchte. Sie verstehen?
Ich hoffe doch sehr deutlich. Ich kann es auch noch mal alles buchstabieren. Kein Problem. Im Gegensatz zu ihrer Angestellten. Sie verweigert sofort und legt auf. Ja, wer Nachfragen nicht akzeptiert, hat etwas zu verbergen. Sie wissen, schönen Tag noch. Guten Tag. Wer weghört und wegschaut, ist definitiv Täter. Und sponsern Sie einfach Zivilcourage. Wenn Sie Courage haben, ich weiß es nicht. In diesem Sinne, More Human Rights, Global Wide. Galacom.tv